WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Freunde der Weisheit, guten Abend. Hier ist Jürgen Wiebeke. Und ich bin mir sicher, unser ganzes Lebensglück wäre schlagartig dahin, wenn wir beschließen würden, alle Bücher zu lesen, die vom Glück handeln. Es reichen schon die aus den letzten paar Jahren. Die sind geschrieben worden, so vermute ich das zumindest, weil es in unserer Gesellschaft einen unstillbaren Glücksdurst gibt. Und oft ist die Melodie in diesen Büchern, jeder ist seines Glückes Schmied, simplify your life, alles ist irgendwie machbar. Jeder ist seines Glückes Schmied. Muss man das rumdrehen? Mein heutiger Gast ist jedenfalls der Überzeugung, dass dieses Sprichwort ideologisch ist. Und wir versuchen es umgekehrt. Niemand ist seines Glückes Schmied. Herzlich willkommen zum Philosophischen Radio. Ausnahmsweise aus dem kleinen Sendesaal des Kölner Funkhauses anlässlich des WDR 5 Familientages. Und wir haben Michael Hampe eingeladen von der Uni Zürich. Er hat einen Bestseller geschrieben, der heißt Das vollkommene Leben. Und in diesem Buch sind 4 Meditationen versammelt, die alle Wege zum Glück aufzeigen, mit dem kleinen Haken, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Also wenn Sie jetzt den einen Königsweg zum Glück wollen, dann werden Sie den heute nicht finden. Jedenfalls nicht von Michael Hampe. Das als Vorwarnung. Nehmen Sie mal bitte diese beiden Sätze. Jeder ist seines Glückes Schmied. Niemand ist seines Glückes Schmied. Und argumentieren mal. Zunächst mal gefällt mir, jeder ist seines Glückes Schmied besser, weil es, ohne dass ich weiß, was Herr Hampe uns erzählen wird, optimistischer klingt. Niemand ist seines Glückes Schmied, da denke ich, was kommt auf mich zu? Also jeder ist seines Glückes Schmied, das gibt mir so einen Impuls, jeder kann was machen, das spricht mich zunächst mal mehr an. Und das, was Sie geschafft haben im eigenen Leben? Das, und insoweit relativiere ich mich schon ein bisschen, hängt natürlich nicht nur von mir ab. Ich habe viel Glück gehabt, würde ich sagen, aber das hing keinesfalls nur von mir ab. Okay, aber erstmal Grundsympathie für das Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Wollen Sie dagegen argumentieren? Dagegen argumentieren nicht, aber ich finde, dass eben diese beiden Fragen genau die beiden Aspekte formulieren oder die Frage, was ist Glück eigentlich? Ist Glück Zufall, Schicksal? Ist es, liegt es in meiner Hand? Kann ich was tun, wie der Herr vor mir gerade sagte? Und dann wäre es was ganz aktiv Erlebtes. Und für mich drückt das eigentlich genau das Spannungsfeld aus, in dem ich mich mit der Frage Glück auch beschäftige. Herr Hampe, warum ist dieser Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, ideologisch? Man kann einerseits das jeder oder das niemand betonen und andererseits kann man den Schmied betonen. Jeder ist seines Glückes Schmied oder niemand ist seines Glückes Schmied. Und das Schmieden ist ja ein technisches Verfahren und man ist Experte für diese Technik, wenn man schmieden kann und wenn die Leute zu einem kommen und einem die Hufeisen der Pferde geben, dass man sie zurechtbiegt oder den Wunsch äußern, dass man ein neues Hufeisen für ihr Pferd anpasst. Und das Ideologische in dem Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, besteht darin, dass heute die Meinung verbreitet ist, es gäbe so etwas wie eine Expertise, die in eine Technik umgesetzt werden kann und die dann dazu führt, dass wenn wir unser Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestalten, sich das Glück auch einstellen wird. So wie sich, wenn der Schmied auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit Hammer, Amboss, Feuer, Zange hantiert, sich ein gutes Hufeisen einstellt. Also das Ideologische besteht darin, dass man glaubt, das Leben sei ein technisch bewältigbares Problem und das Glück sei das, was herauskommt, wenn man auch alle Probleme bewältigt hat. Ich weiß nicht, von wann das Sprichwort ist, aber wenn Sie sagen, das ist ideologisch, verabschieden Sie damit auch gleich eine ganze philosophische Tradition, die sagt, dass wir autonome Wesen sind, die den Schlüssel zur eigenen Lebensgestaltung in der Hand haben?
Ja, man kann ja philosophische Traditionen nicht einfach verabschieden wie Minister oder Aufsichtsratsvorsitzende in Banken oder so etwas, sondern die Traditionen sind schon in sich widersprüchlich und man kann nur versuchen, wenn man selbst Philosophie betreibt, eine Tradition mit dem eigenen Denken zu stärken und gegen eine andere vielleicht anzuargumentieren. Und es gibt seit dem 16. Jahrhundert die Vorstellung, das kennen vielleicht viele von Ihnen, die bei Descartes und bei Bacon sehr prominent gewesen ist, dass wir, wenn wir uns nur anstrengen in der wissenschaftlichen Erkenntnis und in der technischen Umsetzung der Erkenntnis, wir in der Lage sind, Probleme wie Krankheit, Tod, alle technischen Schwierigkeiten, die uns Sorgen machen, auch zu bewältigen. Bei Descartes ging das so weit, dass er meinte, in zwei Generationen werden wir den Tod besiegt haben. Das muss eine ganz, ganz optimistische Zeit gewesen sein. Wenn er in unseren Zeiten leben würde, würde er es vielleicht wieder sagen. Ich weiß nicht, ob Descartes heute tatsächlich Transhumanist werden würde, also ein kalifornischer Optimist, der sich einfrieren lässt und dann hofft, dass der Tod besiegt ist, wenn die Maschinen noch laufen, in denen seine Leiche eingefroren ist. Aber ich denke, dass ein Stück dieser Vorstellung aus dem 16. und 17. Jahrhundert heute noch in unserem Denken präsent ist und ganz verbreitet ist und dass dieses Denken als Ideologie zu charakterisieren bedeutet, dass da bestimmte Fragmente einer philosophischen Überzeugung benutzt werden. Und ich würde sagen, dass diese Vorstellung, jeder ist seines Glückes Schmied, unter anderem dazu benutzt werden kann, dass man so etwas wie öffentliche und politische Verantwortung für die Lebensumstände von Menschen ein bisschen hinten anstellt und sagt, ja, wir können so grobe Rahmenbedingungen schaffen, aber letztlich ist ja jeder selbst dafür verantwortlich, ob ihm das Leben gelingt oder nicht. Also das klingt für mich so, als ob Sie sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, ist im Grunde als Sprichwort eine Machttechnik zur Verschleierung von wahren Verhältnissen. Ja, es kann so weit gehen, dass man sagt, also wir können zwar freie Wahlen schaffen und wir können Wasserleitungen legen lassen, aber ob die Menschen glücklich werden oder nicht, das können wir nicht befördern, sondern das hängt nur vom Einzelnen ab. Und ich glaube nicht, dass das eine völlig falsche Vorstellung ist. Also stimmt schon, dass es kein politisches Beglückungsprogramm für die Menschen gibt, so wenig es ein philosophisches Beglückungsprogramm gibt. Aber es gibt Umstände, unter denen Menschen auf jeden Fall unglücklich werden. Und von denen kann man natürlich stark ablenken, indem man sagt, na, wenn du unglücklich bist, liegt es letztlich genauso wie dein Glück an dir selbst. Dann musst du etwas falsch gemacht haben. Also wenn wir einmal die Überzeugung haben, dass glücklich sein ist das Produkt eines richtigen technischen Verhaltens, dann ist das Unglück ganz schnell eine Vorstellung, die sich da einstellt, wo wir der Meinung sind, wir machen Fehler, wir machen technische Fehler. Also Interesse geleitet, in die Welt gesetzt, dieser Satz, ja? Also ursprünglich würde ich sagen, er ist so in die Welt gekommen, wie das der erste Hörer sagte, dass es quasi eine Anfeuerung unseres Optimismus sein soll. Einfach ein Kalendersprüchlein, was vielleicht eine bestimmte Stimmung ausdrückt oder eine bestimmte Stimmung befördern soll. Nun pack mal zu. Das ist ganz okay, dagegen habe ich gar nichts, aber dann kann man das quasi benutzen. Wenn die Leute ankommen und jammern, sich beschweren, kann man sie quasi abweisen mit dem Satz zu sagen, ja, also jeder ist seines Glückes Schmied, dass es dir jetzt nicht gut geht, liegt doch nicht an mir oder liegt nicht an der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund, was Sie jetzt gesagt haben, schlägt da das Pendel nochmal anders aus? Noch nicht. Noch nicht. Zumal Herr Hampe ja gerade gesagt hat, dass er es ein bisschen verstehen kann, wie es entstanden ist als Impuls, dass man eben, so wie ich es auch weiterhin sehe, dass man nicht gleich klein beigibt, sondern dass man sich bemüht natürlich, aus seinem Leben was zu machen. Und gleichwohl kann ich verstehen, dass er sagt, damit kann ich natürlich, das kann auch so als Totschlagsargument genommen werden, wenn es bei irgendjemandem nicht läuft, dass man sagt, ja, mein Gott, warum beherzigst du dieses Motto nicht einfach? Also insoweit bin ich weiterhin gespannt, wie wir, wenn wir zu diesen vier unterschiedlichen Wegen oder wie Sie es genannt haben, kommen. Man kann sich ja auch die umgekehrte Haltung vorstellen, dass man sagt, die äußeren Umstände sind so erdrückend, ich persönlich kann nichts machen. Also es scheint mir sehr stark von dem subjektiven Erleben abzuhängen, ob ich dem Satz zustimmen kann oder nicht.
der in Anführungsstrichen glückliche Mensch wird sich anders zu dem Satz stellen als der unglückliche. Der Erfolgreiche anders als der Erfolglose, oder? Also es gibt einerseits sicher einen Hintergrund der Lebenserfahrung, der dafür verantwortlich ist, wie sie auf diesen Satz reagieren. Und es gibt andererseits unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit, die dafür verantwortlich sind, wie sie auf den Satz reagieren. Also nehmen wir eine Person, die in Haiti geboren und aufgewachsen ist und dann unter dem Erdbeben zu leiden hat. Wenn die zu Ihnen kommt und sagt, mir geht es schlecht, mein ganzes Leben ist zerstört, mir ist das Haus zusammengefallen, meine Verwandten sind umgekommen, und wenn Sie der dann schulterzuckend begegnen würden und sagen, naja, jeder ist seines Glückes Schmied, dann würde man das ja als eine Unverschämtheit dieser Person gegenüber ansehen. Wenn hier eine Person eine erfolgreiche Karriere hinter sich hat, in einer glücklichen Familie lebt und gesund ist sie sich freut, dann können Sie ihr vielleicht gratulieren mit diesem Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Das hast du aber gut gemacht, hast dich ordentlich eingesetzt für dich, für deine Familie. Das heißt, es gibt Lebensumstände, in denen Sie die Macht, die man als Mensch hat, so verwenden können, dass sich ihr Leben gut entwickelt. Und es gibt Lebensumstände, zum Beispiel ein Erdbeben, da können Sie noch so mächtig sein, wie Sie wollen. Da können Sie nichts gegen machen. Ja, also niemand kann Ihnen den Vorwurf machen, dass Sie sich nicht genug angestrengt haben, denn wenn Sie sich angestrengt hätten, wäre das Erdbeben nicht passiert. Das ist ja einfach Quatsch. Und das wird in diesem Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, in der Regel nicht reflektiert, dass es natürliche, biologische und politische Umstände gibt. Also mit natürlichen Umständen meine ich, wie zum Beispiel Klima, Erdbeben, Tsunami, gegen die man als Einzelner nichts machen kann. Biologische Umstände, dass wir alle mit einer bestimmten körperlichen Disposition geboren werden, groß oder klein, hübsch oder hässlich, mit dieser Veranlagung oder jener Veranlagung, gegen die wir auch nur bedingt etwas machen können, je nachdem, wie weit wir uns auf den medizinischen Fortschritt einlassen. Und dass wir uns auch nicht aussuchen können, ob wir in China, in Iran oder in Europa geboren werden. Mir ist diese Diskussion zum Teil abstrakt, zu wissenschaftlich oder zu philosophisch. Auch ich störe mich, dass wir uns so sehr jetzt auf dieses Sprichwort konzentrieren. Ich möchte mich anschließen, was die Dame vorhin gesagt hat. Für mich gibt es nicht ein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-Auch. Also das eine, es liegt in meinen eigenen Händen. Ich kann dafür sorgen. Das hängt mit meiner Grundlebenseinstellung zusammen. Und auf der anderen Seite weiß ich, es liegt am Schicksal. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich habe einen schweren Unfall verursacht oder bin in einen schweren Unfall verwickelt worden. Kann ich noch dazu, wenn ich diesen Fehler nicht verursacht habe, kann ich Glück haben, dass mir nichts passiert. Dann ist es eben Schicksal, das muss ich so hinnehmen. Im positiven Fall, ich kann für mich sorgen, dass es mir gut geht oder dass ich Glücksmomente erfahre. Ganz simples Beispiel, Sonntagmorgens im Sommer um 7:30 Brötchen holen. Ich gehe an der Straße entlang, in die Bäume stehen und ich höre einen Vogel singen. Es ist kaum, sind Menschen unterwegs, ich höre keine Autogeräusche. Dann erfüllt mich ein großes Glücksgefühl. Herr Hampe, das sind doch zwei konkurrierende Vorstellungen von Glück, die wir jetzt im Raum haben. Wir haben dieses, was der Herr beschrieben hat, den erfüllten Moment, der Vogel beim Kauf des Brötchens, der in Sekundenschnelle auch verpufft. Und das, was Sie Lebensgeschichte genannt haben, das muss ja dann doch eher der Blick zurück sein. Also ich gucke auf mein Leben, was bislang verstrichen ist, und ziehe dann einen Strich drunter und sage dann glücklich oder unglücklich. Genau, es sind zwei verschiedene Glücksvorstellungen, eben das momentane Glück und das sogenannte Lebensglück, die Eudaimonia, das etwas mit Sinn zu tun hat. Und wir haben zwei verschiedene Vorstellungen von Leben auch. Das eine ist, wie Sie sagten, die technische Vorstellung, dass wir die Probleme des Lebens lösen durch spezifische Verfahren. Und das andere ist die Vorstellung, die in dem unscheinbaren Ausdruck, dass wir ein Leben führen. Und dass ein Leben führen wollen, bedeutet, dass wir permanent auf das, was uns zustößt, reagieren. Wir möchten darauf reagieren, sodass sich durch diese Reaktion auf das, was uns passiert ist, ein Unfall, wir haben eine Person kennengelernt, die wir sympathisch oder unsympathisch finden. Und daraus ergibt sich idealerweise
ein Lebensmuster. Und dieses Lebensmuster, das kann man jetzt wiederum charakterisieren als entweder ein glückliches oder ein unglückliches Lebensmuster, so wie man den einzelnen Moment als einen glücklichen oder unglücklichen charakterisieren kann. Und Moment, da komme ich noch nicht hinterher, weil das für mich jetzt zwei Bilder sind, die sich gegenseitig killen. Also einerseits sagen Sie, Leben führen. Das Leben führen, das ist für mich, ja, was weiß ich, der Marionettenspieler, der seine Handpuppen dirigiert. Und jetzt sagen Sie aber, reagieren auf das, was in der Welt geschieht. Also ist derjenige, der das Leben führt oder meint, es führen zu können, in der Rolle des Aktiven oder kommt es immer auf die adäquate Handlung in der Situation an? Also es ist ein Leben führen, ist, meinte ich, nicht im Sinne eine Marionette an den Schnürchen führen, sondern dass wir bei der Beurteilung von einzelnen Lebensmomenten immer unsere Lebensgeschichte mit im Kopf haben. Und dass wir bei der Frage, was tue ich jetzt als nächstes, unsere Lebensgeschichte im Kopf haben. Also ein Beispiel, ein Fußballspieler, der ein Tor schießt, mag dieses Tor als diese Handlung, dass ihm das Tor gelungen ist, als etwas Beglückendes ansehen, so wie der Vogelsang beim Brötchenkaufen beglückend sein kann. Nun kann aber dieses Tor das entscheidende Tor in einer Meisterschaft sein und die Mannschaft hat schon Jahre darauf hingearbeitet, dass sie diese Meisterschaft gewinnt. Dann hat dieses Tor eine andere Bedeutung vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte dieser Person und dieser Mannschaft. Und der Spieler hat sich nicht einfach nur angestrengt, das Tor zu schießen, damit er jetzt einen Glücksmoment hat, sondern er hat sich angestrengt, das Tor zu schießen, damit die Meisterschaft gewonnen wird. Und so etwas machen wir tatsächlich dauernd, dass wir, wenn man Kinder hat, dann muss man vielleicht irgendetwas machen, was einem keinen Spaß macht, was den Kindern keinen Spaß macht. Man ist aber der Meinung, das führt insgesamt zu einem Lebensmuster, das besser ist als ein Lebensmuster, bei dem wir immer gucken, kommt jetzt ein Moment, der maximales Glück mir verschafft? Kann ich 10-mal am Tag Brötchen mit Vogelsang haben? Wenn man das machen wollen würde mit seinen Kindern, wären die meisten von uns wahrscheinlich der Meinung, man führt sie ins Unglück. Die lernen gar nicht, ein Leben zu führen. Die lernen gar nicht, auf das, was ihnen zustößt, zu reagieren, sondern sie produzieren einfach nur Hochstimmungsmomente. Ich überlege gerade, ob ich das richtig verstanden habe. Für mich klingt das so, als ob Sie sagen, diese vielen kleinen Erlebnismomente und Punkte im Leben, die müssen wir irgendwie zusammenknüpfen, bis daraus sowas wie eine Lebensgeschichte konstruiert ist. Also ich muss eine Story erfinden, die ich dann für mein Leben halte. Also es ist nicht nur so, dass wir, also manchmal müssen wir eine Story erfinden, die wir für unser Leben halten, aber es ist nicht nur so, dass es darum geht, den Überblick über sein Leben zu behalten und bei jedem Moment zu erinnern, was man eigentlich bisher für ein Leben geführt hat, sondern das Glück in einzelnen Lebensmomenten stellt sich oft erst dadurch ein, dass dieser Moment an einer bestimmten Stelle in unserem Leben auftritt. Wenn Sie einen Satz zu Ende schreiben, dann muss das überhaupt nichts Beglückendes sein. Was soll denn daran beglückend sein, einen Satz zu Ende zu schreiben? Aber wenn Proust den letzten Satz in seinem Roman zu Ende schreibt, war das vielleicht für ihn etwas Beglückendes, weil er endlich dieses Werk abgeschlossen hat. Das heißt, die gegenwärtige Handlung erhält ihre beglückende Bedeutung oft erst dadurch, dass sie Teil einer Lebensgeschichte ist. Und wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Lebensgeschichten zu gestalten, dann sind natürlich unscheinbare Momente, die in einer Lebensgeschichte eine beglückende Bedeutung bekommen, gar nicht mehr möglich. Und da müssen wir an die Stelle solcher lebensgeschichtlich beglückender Momente quasi diesen Push setzen, dass wir da immer einen Kick bekommen, weil wir jetzt besonders viel angenehme Gefühle haben. Einverstanden? Also je länger wir darüber sprechen, desto mehr überlege ich mir jetzt, wie definiere ich denn Glück für mich? Ich glaube, das geht vielen im Saal hier vielleicht so. Am Anfang, also ich bin ja auch einer Verfechter des Satzes, jeder ist seines Glückes Schmied. Und vorhin hatte ich gedacht, ach, ist ja ganz einfach, alles, was nicht Naturkatastrophen oder naturbedingt ist, das kannst du selbst steuern, das wäre dann Glück. Wobei allerdings das mit dem Vogel ist ja auch naturgesteuert. Das heißt, das hat man ja auch nicht selber beeinflusst, wäre dann auch doch... Na, Sie müssen es aber erstmal wahrnehmen. Ja, erstmal, genau, richtig wahrnehmen, aber es ist dann eben halt ja auch fremdgesteuert sozusagen. Mir ist es heute Morgen übrigens so gegangen, bevor ich hierher gekommen bin, dass ich noch mit dem Hund gehen musste, da war es ein Eichhörnchen, was mich dann glücklich gemacht hat. Das krabbelte den Baum hoch, weil ich da kam, ängstlich, da guckte es noch so um die Ecke rum, das sah also richtig frech aus, das fand ich dann ganz witzig. Oh, wir backen heute aber kleine Brötchen.
Ja, aber es ist auch kleine Glücks. Aber es gibt für mich noch einen anderen Satz, der für mich so ein bisschen zur Lebensphilosophie gehört. Und das ist der Satz, was willst du, glücklich sein oder Gerechtigkeit? Das heißt also, diese Sätze, die wir hatten mit Glückes Schmied oder der gegensätzliche, die gegensätzliche These suggeriert ja, entweder man selber ist verantwortlich für sein Glück oder man wird durch extern beeinflusst. Externe Person, sage ich mal beispielsweise. Und ich arbeite auch noch ehrenamtlich als Schiedsmann, also habe ich manchmal dann also auch Parteien bei mir sitzen, die sich das Leben schwer machen. Und wenn ich dann da so sehe, dass da zwei Nachbarn seit 40 Jahren nebeneinander wohnen und miteinander prozessieren und Aktenordner füllen, da denke ich dann wieder, was willst du, glücklich sein oder Gerechtigkeit? Und ich glaube, da muss man einfach auch mal sagen, komm, ist mir egal, der andere hat vielleicht Unrecht, aber ich verzichte jetzt auf mein Recht, aber ich bin dafür glücklich, weil ich mich mit einem Problem nicht mehr belaste. Ja, und ich denke, das ist also nicht so ganz einfach, wie man Glück definiert. Das ist wahrscheinlich sehr individuell. Sie wollen jetzt doch das eine Rezept, was wir ja nicht liefern werden. Aber was, glaube ich, klar geworden ist, und darauf werden wir uns einigen können, Herr Hampe, dass in dem Maße, wie Sie sagen, es geht darum, ein bestimmtes Muster im Leben zu erkennen, es geht darum, eine Lebensgeschichte für sich selber zu erzählen, dass dann es nicht diese eine Definition und diesen einen Weg geben kann, sondern jeder in diesem Saal verfügt über eine eigene Lebensgeschichte und die Produktion von Sinn und von Glück und von Freiheit oder was immer man da setzen will, ist individuell. Also da stimme ich Ihnen völlig zu, dass das individuell ist. Ich glaube aber, dass diese Individualität des Glücks einen nicht daran hindern muss, das Glück zu definieren. Es führt nur dazu, dass die Definition des Glücks einem dann nicht besonders viel hilft im Sinne von Ihrer Erfahrung mit den Büchern. Also ich kann Ihnen das gerne definieren, wenn Sie es möchten. Dass man kann zum Beispiel behaupten, dass das Glück im Moment darin besteht, dass man eine intensive Erfahrung hat, dass diese intensive Erfahrung aber in einem Zusammenhang, in dem man nicht bedroht ist, stattfindet. Also Sie haben eine intensive Erfahrung, wenn Sie das Eichhörnchen sehen oder den Vogel singen hören. Und diese intensive Erfahrung findet in einem befriedeten Kontext statt. Wenn Sie Schmerzen haben, haben Sie auch intensive Erfahrungen, aber Sie fühlen sich natürlich bedroht. Erotische Erfahrungen sind auch intensiv, aber auch unbedroht und so weiter. Ja, wir merken schon, es ist wahr gesprochen, aber es führt uns nicht wirklich weiter. Es führt nicht wirklich weiter, weil wenn Sie mich mit einem Gleitschirm den Abhang runterschubsen, dann haben und sagen, ich habe gerade eine intensive Erfahrung mit dem Gleitschirm gehabt, dann kriege ich vielleicht einen Herzinfarkt vor Angst. Ja, das ist eben und ein 12-jähriger Junge, den Sie zum Brötchen holen mitnehmen und sagen, hörst du, wie schön der Vogel ist? Das ist aber so langweilig, habe ich ja gestern erst im Fernsehen gesehen. Er ist vielleicht noch nicht in der Lage, quasi wahrzunehmen, was für ein schönes Muster das sein könnte. Und genauso können Sie den Lebenssinn oder das Lebensglück im Lebensverlauf natürlich definieren, indem Sie sagen, das hat sich dann eingestellt, wenn Sie in der Meinung sind, das Leben soll so weitergehen, wie Sie es bisher geführt haben. Aber da ist natürlich nicht gesagt, was für ein Leben Sie bisher geführt haben. Und bei dem Glücksmoment ist nicht gesagt, was für Sie eine intensive Erfahrung ist. Das ist halt für jeden etwas anderes. Und das macht eben die Schwierigkeit von Definition und von Ratgeberliteratur aus, dass Ratgeberliteratur und Definition immer die individuelle Lebensgeschichte und die individuelle Erfahrungsdisposition vernachlässigen müssen. Und dann werden sie entweder vage und helfen uns nicht, oder sie versuchen uns etwas aufzuoktroyieren, was mit unserer Individualität gar nichts zu tun hat. Also ich möchte, um die Dramatik dieses Themas nochmal herauszustellen, einen Ihrer Sätze zitieren, den ich gefunden habe in einem Text von Ihnen. Da steht drin, und ich finde, das ist eine sehr frustrierende Bilanz, die meisten von uns, schreibt Michael Hampe, die meisten von uns finden kein Lebensglück, sondern nur das Glück der Momente. Die punktuelle Euphorie und das Wohlgefühl. Das glückliche Leben ist schwer zu finden und deshalb sehr selten. Die meisten von uns finden keine eigene Stimme, bleiben stumm gegenüber ihrer Welt. Also jetzt interessiert mich das Gesellschaftliche. Damit wir nicht ratlos auseinandergehen, jeder im Kopf, ja, ich muss es dann doch selber für mich zusammenfügen. Und was der Nachbar macht, davon kann ich nicht zehren. Ja, das Gesellschaftliche besteht halt darin, dass diese Vorstellung, dass es ein individuelles Lebensglück gibt, was im Lebensverlauf gefunden werden kann, voraussetzt, dass wir uns in unserer Verschiedenheit selbst und auch den anderen sichtbar werden. Und das hat der
amerikanische Philosoph Stanley Cavell mit der eigenen Stimme gekennzeichnet, dass wir eine eigene Stimme haben. Und er hat auch eine schöne Metapher in dem Zusammenhang gebracht. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Oper und hören eine Opernarie, die Sie schon ganz oft gehört haben, von mir aus die Königin der Nacht. Und ganz oft haben Sie sich vielleicht gelangweilt. Und jetzt einmal hören Sie die Königin der Nacht von einer Sängerin auf eine Art und Weise, dass Sie das Gefühl haben, so haben Sie es noch nie gehört. Obwohl die genau dieselben Noten singt, wie bisher gesungen worden sind. Und Stanley Cavell ist der Meinung, dass, wenn das passiert, es dieser Person gelungen ist, dieser Sängerin gelungen ist, sich selbst in ihrer Individualität in den vorgegebenen Noten auszudrücken. Und das ist Cavells Metapher, der ich mich anschließen wollen würde, für Sichtbarkeit oder für das Haben einer eigenen Stimme. Das heißt, ein sinnvolles Leben zu führen, in dem die eigene Individualität sichtbar wird, bedeutet nicht, dass man irgendetwas anderes macht als andere Menschen, dass man nicht den Mülleimer rausträgt, dass man nicht sein Auto wäscht, dass man nicht die Nachrichten guckt, sondern was ganz anderes macht. Das bedeutet also nicht Originalität. Diese Sängerin singt ja auch die gleichen Noten wie hunderte von Sängerinnen vor ihr. Sondern es bedeutet, dass das, was man tut, tatsächlich Ausdruck des eigenen Lebens ist, das man bejahen kann. Dass man sagt, ja, ich finde, das ist ein richtiges Muster, dass ich jetzt den Mülleimer raustrage, die Nachrichten schaue oder was auch immer sie gerade tun. Das ist das Muster, was ich fortsetzen möchte. Und das gelingt uns heute, würde ich sagen, weniger als in Gesellschaften, bei denen die Normierung der Lebensläufe weniger ausgeprägt war. Wir sind ja der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, bei der es gar keinen Normierungszwang mehr gibt, weil beispielsweise die religiösen Bindungen abgenommen haben. Aber tatsächlich gibt es vor allen Dingen durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, einen ganz starken Normierungszwang hinsichtlich der Vorstellung, was ein glückliches Leben zu sein hat. Also Sie haben das vorhin schon erwähnt, also eine bestimmte Jugendlichkeit muss dabei sein, man muss sich immer freuen und happy sein, man darf keine schlechte Stimmung haben und so weiter. Das wird ja quasi permanent reproduziert als Aspekte einer Lebensform, die wir als Einzelne auch zu realisieren haben. Wir können uns dem natürlich entziehen, indem wir den Fernseher abschalten oder die Magazine nicht aufschlagen, aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, sich dem zu entziehen. Also die Vorstellung, unsere Gesellschaft wäre weniger konform oder konformistisch als eine Gesellschaft, in der beispielsweise eine Priesterkaste herrscht, halte ich für eine Illusion. Und deshalb ist es gegenwärtig meiner Ansicht nach besonders schwierig, sich nicht zu fragen, ob mein Lebensmuster einem allgemein akzeptierten Lebensmuster entspricht, sondern ob es dem entspricht, was ich selbst fortsetzen möchte. Das heißt, wir sind viel mehr geneigt zu sagen, ja, was ich selbst fortsetzen möchte, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, ob ich in einem bestimmten öffentlichen Vergleichssystem, in einem Ranking auch gut abschneide. Dieses Bild von der inneren Stimme, ist das etwas, womit Sie arbeiten können? Ja, also ich denke gerade an sowas wie Berufung, dass irgendwie jeder in sich irgendwas hat. Mal eine Frage, wo das herkommt, ob das was Religiöses ist oder was über dieses Leben hinausging, was ihm irgendwo sagt, wohin es ihn hier in diesen Lebensumständen, was seine Sache ist. Und das ist, glaube ich, für jeden was anderes. Und eine andere Sache, was mir die ganze Zeit ist halt die Frage, ob eigentlich auch bei Marx oder bei Hegel, vom Sein und Bewusstsein, was bestimmt. Also wie ich auf die Sache, wo halt jeder individuell irgendwo hier reingesetzt wurde in dieses Lebensgeschehen, was ja bei jedem anders ist. Der eine ist reich, der andere ist behindert, der andere ist arm, erlebt. Und dass das irgendwo schon Sinn hat, der halt über das hinausgeht, was schon irgendwas mit Gott oder mit einem Weltsein oder wie auch immer zu tun hat, was über unser Verständnis hinausgeht. Und da komme ich halt zu der Sache, also Berufung, dass jeder irgendwo erspüren muss in sich selber, was das für ihn ist. Ne? Aber die spannende Diagnose von Herrn Hampe war ja, dass es in unserer Gesellschaft, die sich für so wahnsinnig frei hält, unglaublich schwer geworden ist, diese innere Stimme zu finden. Also was mir da einfällt, ist, dass wir früher, also inzwischen ist ja dieser Individualismus, also das ist ein großer Supermarkt. Jeder glaubt sich irgendwo, die Ideologien sind alle zerschlagen, also Marxismus. Es gibt kein Welterklärungsmodell, wo sich jetzt zwei, drei Leute noch hintereinander stellen und sagen, das ist die Sache. Also da glaubt sich jeder irgendwo zusammen, auch in den Religionen.
Biergang nimmt sich, macht sich sozusagen, selbst, wenn er es überhaupt macht, oder sich nicht irgendwo zudröhnt, sei es durch Fernsehen, also es gibt jede Menge Drogen oder sowas, die das verhindern. Und ja, also ich denke, wie gesagt, irgendwo was mit Berufung, das trotzdem da ist in jedem als, ja, ich denke es halt irgendwie schon Gott in irgendeiner Art und Weise, also das einem helfen kann, das zu finden. Also durch so Sachen wie in die Stille gehen, Meditation oder gibt es auch tausend Wege oder auch für jeden, wo er gerade steht, andere Sachen, wie er das finden kann. Also das gibt es keine Erklärung für jeden, aber jeder kann das, glaube ich, irgendwie in sich spüren. Sie hatten gerade was notiert? Ich habe einiges, weil das ist für mich immer Mittel zur Konzentration. Die innere Stimme. Ja, das ist für mich die Stimme der Erkenntnis. Egal wie du bist, sei dir selbst Quell der Erfahrung. Wirf dein Missvergnügen über dein Wesen ab. Verzeih dir dein eigenes Ich. Denn an dir hast du eine Leiter mit 100 Sprossen, auf denen du zur Erkenntnis steigen kannst. Du kannst unterbrechen, du kannst klären, du kannst stellen und du kannst weichen. Also, Sie sind ja ein sitzender Aphorismenschatz. Nein, das ist für mich die innere Stimme, die erkennende Stimme. Erkenne, das alte Philosophietradition, wer du bist, was ist mit dir los? Und dann richtig, zum Beispiel das Stuttgart 21 ist wichtig, oder jetzt, wenn die Atomwerke weiterlaufen, entstehen 4000 Tonnen Atommüll mehr. Das sind Sachen, die gehören mit zu dem, was hier Glück oder Ähnliches genannt wird. Auch zu dem Moment, guck mal, da ein schöner Vogel, aber gleichzeitig habe ich im Kopf, da ist in Stuttgart eine Menge los oder die Atomkraftwerke wollen sie länger laufen lassen. Das beides zusammen gehört, glaube ich, auch mit zu einem Gewebe, das dann mein spezielles Leben ist, das meine Stimme ausmacht. Also das Wechselspiel, ich will das mal jetzt mit Ihrer Zustimmung etwas allgemeiner, das Wechselspiel von Polarität und Spiraltendenz der Metamorphose. Oh. Jetzt bräuchten wir ein Blatt, um uns diese Figuren aufzuzeichnen. Ich will nur sagen, was durchkreuzt dieses Wechselspiel? Das sind 10 Kräfte. 3 Bettler, 3 Quäler und 4 Löser. Das sind die Überschriften. Jetzt wollen Sie wissen, was sich hinter Bettler verbirgt. Das ist jetzt so ein roter Ballon, bei dem ich nicht weiß, soll ich nach dem schnappen oder lieber nicht? Also, ja, ich meine, 10 Kräfte, allein das. Und darüber, in diesem Wechsel, also ist ja ständig hier heute vom Wechselspiel die Rede. Also, ich habe das jetzt mit Polarität und Spiraltendenz der Metamorphose ein bisschen in Goethe-Richtung, okay. Wissen Sie was, damit es nicht zu viel ist und der eine schöne Begriff den nächsten erschlägt, frage ich Michael Hampe, ob dieses Bild vom Gewebe, was Sie benutzt haben, dem nahe kommt, was Sie Lebensgeschichte genannt haben. Ja, also es waren ja jetzt zwei verschiedene Vorstellungen, wie die Lebensgeschichte zustande kommt, wenn ich sie beide richtig verstanden habe. Also das eine war, dass man in sich schaut und einen Selbsterkenntnisprozess vorantreibt. Und das andere war, dass etwas in mir ist, vielleicht göttlich angelegt ist, als mein individuelles Wesen, das ich zu verwirklichen habe. Und das sind schon zwei ganz verschiedene Vorstellungen. Also einmal ist die Individualität vorhanden in mir, quasi göttlich angelegt, und dann geht es darum, ob sie sich auch entfalten kann, so wie sich ein Keim entfalten kann und daraus eine Pflanze wird. Diese Vorstellung kann man haben. Ich selbst finde sie nicht sehr plausibel mehr. Ich glaube aber, dass es die Möglichkeit gibt, dadurch, dass man darüber nachdenkt, was einem bisher passiert ist, also tatsächlich durch Selbsterkenntnisprozesse und wie man darauf reagiert hat, zu sehen, was eigentlich richtige Aspekte für einen selbst im eigenen Lebensmuster gewesen sind und was falsche. Und dann ist die große Frage, ob man es schafft, die Kraft zu entwickeln, die Anteile im eigenen Lebensmuster, die man für richtig hält, auch fortzusetzen und die man für falsch hält, abzustellen. Schaffe ich es aus dem Beruf oder der Partnerschaft, die ich für falsch halte, herauszukommen und tatsächlich den Beruf oder die Partnerschaft hinzukriegen, die ich für richtig halte? Das verlangt Kraft, Mut und Selbsterkenntnis, und die aufzubringen, ist meiner Ansicht nach nicht so leicht. Und
in dem Zusammenhang spielt das, was Sie sagten über Stuttgart 21, auch eine wichtige Rolle. Es ist von Raimund Geuss behauptet worden, und dem würde ich mich anschließen, dass es drei wichtige Themen in der praktischen Philosophie und auch im Leben gibt, nämlich Sicherheit, Freiheit und Glück. Da, wo sie nicht in sicheren Lebensumständen existieren, wo sie fürchten müssen, dass ihnen, wenn sie über die Straße gehen, jemand einen Knüppel über den Schädel zieht, sind sie nicht frei und können nicht nach Glück streben, sondern sie versuchen einfach nur ihr Leben zu retten. Da, wo sie in einer politischen Gewaltherrschaft existieren und fürchten müssen, dass sie jeden Moment ins Gefängnis geworfen werden, können sie sich auch nicht überlegen, was für ein Leben sie führen möchten, sondern sie müssen sehen, dass sie mit den politischen Opportunitäten irgendwie zurande kommen. Und erst wo Sicherheit und Freiheit innerhalb eines mehr oder weniger gerechten politischen Systems gewährleistet sind, da können Sie überhaupt erst auf den Gedanken kommen, welches Leben möchte ich eigentlich führen? Wo Sie immer nur darüber nachdenken müssen, erlebe ich den nächsten Tag oder kann ich den Häschern entgehen? Da streben Sie, fangen Sie gar nicht erst an, nach Glück zu streben. Herr Hampe, da wird aber doch wohl jeder von uns denken, von diesen Aspekten Sicherheit und Freiheit haben wir in unserer Gesellschaft doch eine ganze Menge, verglichen mit früheren Gesellschaften. Ja. Deswegen möchte ich an dem Punkt nochmal insistieren und habe noch nicht verstanden, warum Sie sagen, dass heute in dieser Gesellschaft der Zwang zur Konvention so stark geworden ist, dass es komplizierter ist heutzutage als früher, diese innere Stimme und meinen eigenen Lebensweg zu finden. Das ist mir noch nicht klar. Ja, also der Grund dafür ist, dass in dem Moment, in dem Sie, in dem sich das Fenster öffnet, um nach Glück zu streben, ob dann es die Möglichkeit, dass Sie selbst einen Selbsterkenntnisprozess vorantreiben, tatsächlich erhalten bleibt, oder ob Sie, und das würde ich als die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, ansehen, ob durch die Warenwirtschaft Ihr eigenes Interesse nach Glück zu streben gekidnappt wird. Also der Konformismus, in dem wir existieren, ist natürlich keiner, der durch eine Religion oder eine Partei erzeugt wird, sondern der Konformismus ist der, der vor allen Dingen durch die Warenwerbung erzeugt wird. Also wir kriegen bestimmte Lebensmuster vorgeführt in der Warenwerbung, der wir uns natürlich besser entziehen können, als wir uns politischen Häschern oder einer Gewaltherrschaft durch eine Priesterkaste entziehen können. Aber das Glücksbedürfnis, was wir jetzt befriedigen können, wird quasi benutzt, um Geschäft zu machen. Und zwar nicht nur Geschäfte mit Glücksratgebern, sondern auch Geschäfte mit Parfüm oder Autos oder Kleidern, denen angeheftet wird, dass wenn wir sie kaufen, wir dann vermeintlicherweise ein glückliches Leben führen würden. Das heißt, es findet so etwas wie ein Bedürfniskidnapping statt in einer vor allen Dingen durch die Warenwirtschaft organisierten Gesellschaft. Ich finde es ganz interessant zu sagen, dass wir ja in einer Welt leben, in der wir gekidnappt werden. Und Sie haben gerade gesagt, man muss sozusagen das Fenster finden, durch das man austreten kann, um sein eigenes Glück zu finden. Und das hört sich aber, was ich bisher gehört habe, sehr an. Das muss man da kräftig für arbeiten, Selbstfindung betreiben, nachdenken. Und ich wollte noch ein ganz anderes Element reinbringen, und das ist der Zufall. Und einfach die Möglichkeit und die Offenheit zu haben, einen Zufall zu ergreifen. Ein konkretes Beispiel bei mir. Meine Frau hat mich vor 2 Jahren mal einfach mitgeschleppt zu einem Chor. Und singen war für mich nie in meinem Lebensplan drin. Und es war eher Zufall, dass ich gesagt habe, ich habe heute Abend Zeit. Ich gehe einfach mal mit und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann war ich da und dachte, wow, das ist es. So. Aber wirklich ein blöder Zufall. Also wenn ich an dem Abend was vorgehabt hätte, wäre das nicht passiert. Und das denke ich, finde ich toll, will ich weitermachen, will ich mehr machen. Also diese Offenheit zu haben, zu sagen, hey, da ist ein Fenster und das ergreife ich jetzt. Das ist das eine, aber man muss auch das Fenster sehen. Und ich glaube, dass sich Fenster manchmal einfach öffnen, auch wenn man nicht danach sucht und nicht kämpft, sondern die kommen einfach und dann muss man halt zugreifen. Ja, aber dazu haben wir ja vorhin schon einen Ansatz von Herrn Hampe gehabt. Also der Zufall hört ja auf, ein Zufall zu sein, in dem Moment, wo ich anfange, diesen einen Punkt in meinem Leben zusammenzufügen. Das ist es doch, oder? Ja, das würde ich auch so sehen, dass da, wo Sie die Gelassenheit haben, auf dieses Fenster zu reagieren, in dem Moment wird das halt Teil Ihres Lebens. Und wenn Sie jetzt darauf zurückblicken und sagen, also das Singen gehört zu meinem Leben, dann ist die Tätigkeit des Singens ja selbst gar nicht mehr zufällig, sondern nur der Anlass, der Sie da reingebracht hat. Aber wichtig ist, finde ich, in dem, was Sie gesagt haben, dass Sie die Offenheit dafür behalten, dass so ein Zufall
eintreten könnte, der etwas bringt, was für sie sehr wichtig sein könnte. Und das ist in der Regel bei einer Lebenseinstellung, wo man glaubt, man eilt von einer Problemlösung zur nächsten. Also wo man das Gefühl hat, das Leben ist etwas, was man technisch zu bewältigen hat, nicht der Fall. Weil das dann quasi verschenkter Leerraum ist. Wenn man sagt, ja, ich warte jetzt mal ab, was auf mich zukommt, dann sind sie auf eine Art und Weise müßig, dass sie eventuell Probleme liegen lassen, die ja ganz entscheidend für sie sein können. Das heißt, diese Kombination, dass einerseits ein Bedürfnis durch die Wirtschaft gekidnappt wird, alles Mögliche könnte uns ja glücklich machen, dass wir andererseits, dass viele von uns andererseits der Meinung sind, wie Karl Popper, das Leben problemlösen ist und das Problemlösen durch technische Bewältigung stattfindet, erlaubt das, was Sie gerade geschildert haben, nicht unbedingt. Also insofern sind Sie in einer, denke ich, in einer glücklichen Situation, wenn Sie sich von Ihrer Frau abschleppen lassen, da zu so einem Chor. Also die Geschichte mit dem Bedürfniskidnapping, die ist ja doch so aufsehenerregend, dass wir die nicht einfach ja als Konsens unterstellen können. Das müssen wir noch diskutieren. Ja, ich habe auch gewisse Schwierigkeiten damit. Ich fand ganz interessant, was Herr Hampel gesagt hat, dass es natürlich Freiheit und Sicherheit bedarf, damit wir überhaupt nach Glück streben können. Das hat er sehr eindrucksvoll geschildert. Aber wenn ich höre, dass Herr Hampel meint, es sei heute eher schwieriger in unseren Zeiten glücklich zu sein, da habe ich deshalb, dem kann ich so nicht folgen, weil ich denke, gerade der Freiheitsbegriff, den kann ich ja auch so definieren, dass jeder Einzelne doch auch grundsätzlich die Freiheit, wenn Sie die Waren ansprechen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Der eine kriegt das besser hin, aber wenn ich zum Beispiel an Nonnen oder Mönche denke, die also immer in der Lage waren, sich bewusst von dieser Sache abzukoppeln, dann denke ich, ich bin froh, dass ich heute lebe und ich fühle mich eigentlich, ich bin dankbar dafür, dass ich selber die Freiheit habe, mein Leben zu bestimmen und fühle mich von diesem Kidnapping da überhaupt nicht bedroht. Also wir haben Optionen und ja. Jeder ist selber schuld, wenn er die falsche ergreift. Der eine kriegt es besser, der andere kriegt es schlechter hin, aber trotzdem wurde ja nochmal gesagt, Freiheit und Sicherheit. Früher, ganz generell gesagt, gab es Leute, die waren so arm, also wenn ich das mit der heutigen Situation in Deutschland vergleiche oder wir hatten Stände oder so, dann würde ich per se erstmal sagen, dass es heute im Groben in Mitteleuropa leichter ist, glücklich zu werden als früher, wo die Umstände, jetzt mal ganz global gesprochen, doch sehr, sehr viel schwieriger waren. Also dem würde ich voll zustimmen. Ich finde, Sie haben recht, dass das sogar auf der ganzen Welt so ist, dass die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten, zugenommen hat, dass man wahrscheinlich auch weniger bedroht ist, weil es an viel mehr Orten auf der Welt ein Gewaltmonopol gibt. Und jetzt also eine Polizei oder ein Militär gibt, das einen im Zweifelsfall beschützt. Aber jetzt setzt die Schwierigkeit ein und die hängt an dem Freiheitsbegriff. Dem Freiheitsbegriff, den Sie ins Spiel gebracht haben, ist der, wo wir quasi frei sind und uns entscheiden können, mache ich den Fernseher an oder lasse ich ihn aus? Gehe ich in den Supermarkt oder gehe ich nicht in den Supermarkt? Das ist ein mögliches Freiheitsverständnis, das ist aber nicht das Freiheitsverständnis, das ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass unser Bedürfnis, glücklich zu werden, gekidnappt wird. Das Freiheitsverständnis, das ich meine, hängt mit Willenskraft zusammen, hängt mit der Macht, die wir haben, unser Leben zu gestalten zusammen. Und das ist nicht so ein Schalter, bei dem es um Ja oder Nein geht, sondern das ist etwas Graduierbares. Und ich würde sogar behaupten, dass eine Person, die ein Lebensglück gefunden hat, es ganz leicht hat, ihr Leben fortzusetzen, weil sie sich gar nicht mehr entscheiden muss. Also ein Beispiel in dem Zusammenhang ist der Dirigent Celibidache, der gefragt wurde, ob er glücklich ist. Er sagte, ja, ich bin glücklich. Wurde er gefragt, warum? Weil ich weiß, wofür ich jeden Morgen aufstehe, für die Musik. Er hatte gar keine Alternative, was er machen soll. Es war nicht die Frage, ob er ins Kino geht oder ob er ein Buch liest, sondern er geht einfach in den Konzertsaal und probt. Das war quasi sein Leben. Damit war er einverstanden, das wollte er fortsetzen und deshalb war er glücklich. Wenn Sie viele Alternativen haben und die Frage, ob Sie dieses oder jenes machen, in keinem Zusammenhang steht zu dem, was Sie bisher gemacht haben, dann haben Sie vielleicht Entscheidungsfreiheit. Aber es gibt keine Stütze Ihres Willens, die sie in die eine oder andere Richtung drücken würde. Und ich glaube, dass die Vorstellung in abstracto jetzt eines guten Konsumenten, die ist, dass man potenziell alles brauchen kann.
Und das setzt voraus, dass sich aus dem eigenen Leben möglichst nichts ergibt. Also ich glaube, dass die Vorstellung einer wahren Welt, die gut funktioniert, tatsächlich die eines zusammenhanglosen Lebens ist. Eines Lebens, wo ich quasi neben das Futonsofa, den Flachbildschirm und darüber das Kruzifix und daneben den Buddha und so weiter, wo ich alles quasi aufstellen, kaufen und addieren kann, weil es quasi keine Notwendigkeit aus dem Lebenszusammenhang gibt. Die Notwendigkeit des Lebenszusammenhangs hat meiner Ansicht nach gar nichts mit Entscheidungsfreiheit zu tun, sondern sie hat etwas mit Willenskraft oder, wenn Sie es negativ formulieren wollen, mit Suchtimmunität zu tun. Dass man quasi für keine Sucht anfällig ist, weil sich ein Lebensmuster ergeben hat. Also Suchtanfälligkeit hat damit zu tun, dass es quasi ein Vakuum in meinem Lebensmuster gibt, das ich ausfüllen muss. Herr Hampe, Sie machen ja was Interessantes. Sie haben Marcel Proust erwähnt, Sie haben die Opernsängerin erwähnt, Sie haben jetzt den Dirigenten erwähnt. Als ob Sie die Vorstellung hätten, dass das Leben so etwas wie ein Kunstwerk ist. Das kann natürlich für uns, die wir das nicht sind, etwas zutiefst Entmutigendes haben. Ja, also das, da habe ich dann einen falschen Eindruck erweckt, der sich einfach aus einem einseitigen Bildungshintergrund ergibt. Natürlich kennen wir alle auch Personen, die keine Künstler sind, die Handwerker sind und die das Gefühl haben, sie führen das richtige Leben und setzen es richtig fort. Die sind vielleicht nicht so eloquent wie Herr Celibidache oder Herr Proust, aber wir können trotzdem der Meinung sein, die zweifeln nicht, dass ihre Handwerkstätigkeit die richtige ist oder dass sie als Programmierer am richtigen Platz sind und dass sie das weitermachen wollen und dass sie da intensive Erfahrungen haben und dass sie mit ihrem Leben einverstanden sind. Also ich glaube nicht, dass es an eine bestimmte Tätigkeit gebunden ist, sondern dass sich einfach aus dem Lebensmuster so etwas wie eine Selbstbejahung ergeben hat, die einen vor dem Kidnapping schützt, die quasi diese Gefahr, weil du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, weil du nicht weißt, was für Möglichkeiten du ergreifen sollst, nimm doch mal das. Diese Situation tritt nur dann ein, wenn es eine grundlegende Unsicherheit gegenüber der Fortsetzung des eigenen Lebens gibt. Also man könnte sagen, das Charakteristikum für den glücklichen Zustand, wenn man jetzt wieder auf so eine definitorische Situation aus ist, wäre die, dass man selbstverständlich weiß, wie man weitermachen möchte, ohne überhaupt sich eine Wahl vor Augen zu führen. Die Situation des unglücklichen Zustandes ist die, wo man sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Und dann sucht man nach irgendeinem Angebot. Ja, und in dieser Situation ist man natürlich besonders für Angebote anfällig, die gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. Ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht spare ich auf einen Ferrari. Ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht fliege ich auf die Kanarischen Inseln. Das könnte mir ja helfen. Also diese elementare Verunsicherung, die wir alle vielleicht schon mal erfahren haben, wo wir den nächsten Schritt nicht kennen, ist die Situation, in der quasi das Kidnapping zugreifen kann, in der man geködert werden kann für etwas, was mit dem eigenen Leben gar nichts zu tun hat, weil man das eigene Leben quasi verloren hat, den Faden verloren hat. Je später der Abend, umso besser gefallen Sie mir. Also weil ich Ihre Gedanken sehr gut nachvollziehen kann, auch was von Ihnen zitiert wurde, das stimme ich hundertprozentig zu. Insofern möchte ich Ihnen nicht widersprechen, sondern ich kann Ihre Gedanken kann ich nicht ganz folgen, wenn Sie von der Freiheit sprechen, die wir heute, wie Sie meinen, sehr viel besser leben können und genießen können. Ich sehe es genau das Gegenteil. Das ist in meinen Augen eine vermeintliche Freiheit. Insofern finde ich dieses Wort, was Sie gebrauchen, vom Kidnapping, genau das ist es. Wir werden oder viele von uns lassen uns kidnappen und dann haben wir nicht mehr die Freiheit. Und darum ist es so furchtbar schwierig, jetzt komme ich auf die innere Stimme, der inneren Stimme zu folgen. Das setzt voraus, dass ich autonom bin, dass ich gucke, was ist mit mir. Ich muss mich heute viel mehr einordnen, anpassen. Und sich dagegen zu wehren und sagen, nee, das sind keine Vorbilder, das sind falsche Vorbilder, das ist wichtig, weil Sie sprachen eben einen dicken Wagen an. Wenn ich da zu dem Ergebnis komme, das brauche ich gar nicht. Wenn ich auf mich höre und zu dem Ergebnis komme, das ist wichtig und nicht das, was mir von außen suggeriert wird, das muss ich haben. Und das ist, das wurde vorhin auch angesprochen, es ist ein Prozess, es ist harte Arbeit. Ich kann das von mir selbst sagen, ich
sag ich mal, früher hat man von der Midlife-Crisis gesprochen, irgendwann habe ich mal so kritisch reflektiert, was hast du aus deinem Leben gemacht und festgestellt, pessimistisch, gelingt nicht. Dann so überlegt, was kannst du machen, was kannst du von dir aus machen, nicht? Eine positivere Grundstimmung. Und auf einmal, ja, und dann entdeckt man die kleinen Dinge, die das Leben erfreulich machen, glücklich machen, und das summiert sich dann. Also nach dem Sinn des Lebens zu gucken, ganzheitlich werden, authentisch werden. Und dann bin ich gegen die Versuchung von außen, bin ich von denen nicht mehr abhängig. Bei Herrn Hampe klang das ja so, als ob es um Kurs halten geht. Ja. Es gibt rechts und links schreien die Sirenen. Ja, aber ich muss meine Ohren verschließen. Nein, es gibt immer wieder eine Herausforderung. Es gibt dornige Sträucher, es gibt Steine, die mich dazu verführen können, dass ich vom Weg abweiche. Aber entscheidend ist ja, den Kurs halten, das ist mein Weg, den gehe ich trotz allen Widerständen und Schwierigkeiten, trotz aller Schmerzen. Aber das Kurs halten setzt halt voraus, dass Sie überhaupt erstmal einen Kurs haben. Und ich finde, das schildern Sie sehr, sehr einleuchtend, dass man oft erst durch eine Lebenskrise dazu gebracht wird, zu überlegen, ob man einen Kurs hatte. Und oft stellt man dann fest, bisher hatte ich überhaupt gar keinen Kurs. Und jetzt will ich aber mal einen haben. Und erst dann mobilisiert man alle Willenskräfte, die dazu nötig sind, auch den Kurs halten zu können. Also es gibt ein ganz schönes Stück von Ibsen, Nora, wo die Nora ihren Mann verlässt, ihre Kinder verlässt, nachdem sie herausgefunden hat, dass es ihrem Mann hauptsächlich um sozialen Aufstieg in einer Bank geht. Und es ist ganz unklar, ob sie sich in eine gute oder schlechte Situation im Sinne von Freudeempfindung begibt. Aber sie sagt dann, als ihr Mann ihr Vorwürfe macht, das könnte sie doch nicht machen, Mann und Kinder verlassen, dann sagt sie, es könnte sein, dass sie wieder so ein Leben führt, wie sie es bisher geführt hat. Aber sie möchte es nicht, weil ihr Vater und ihr Mann es so gesagt haben, sondern sie möchte es, weil sie es selbst herausgefunden hat. Das heißt, durch eine Lebenskrise kann natürlich auch zu der Überzeugung kommen, das Leben, was ich bisher geführt hatte, das habe ich eigentlich unterschätzt. Das war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber jetzt führe ich es quasi absichtlich und mit ganzer Willenskraft fort. Und das ist eine andere Einstellung als quasi, ja, da bin ich reingeraten und jetzt mache ich das mal weiter. Und ich glaube, derjenige, der es mit ganzer Willenskraft fortführt und, wie Herr Wiebeck gesagt, quasi Kurs zu halten versucht, führt eher ein glückliches Leben als jemand, der sagt, ja, da bin ich reingeraten, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich rauskomme, machen wir es mal so weiter, bis es zu Ende ist. Ja. Ich denke, es ist ganz schön, wenn wir uns entlassen mit einem Wort, an dem Sie auch hängen, das Sie aber von Ihrem Kollegen Peter Biri aufgeschnappt haben, um diese Versuchung, in der wir leben, begrifflich auf einen Nenner zu bringen. Der nennt das Willenskitsch. Was ist Willenskitsch? Also Willenskitsch ist quasi der Versuch, dieses Vakuum, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich nicht weiß, was die Fortsetzung meines Lebens ist, wenn ich dieses Vakuum fülle, indem ich etwas mit ganzer Kraft will, was eigentlich mit meinem Leben gar nichts zu tun hat, dann spiele ich mir selbst und anderen vor, ich bin Töpfer, ich bin Judoka. Und das habe ich mir quasi ausgesucht als meine künstliche Identität, obwohl mich gar nichts mit dem bisherigen Leben, mit dieser Tätigkeit verbindet. Und ich will das jetzt mit ganzer Kraft, und Biri nennt das Willenskitsch, weil ein Kunstwerk, das nicht auf einer Lebenserfahrung beruht, sondern irgendein Klischee bedient, von uns in der Regel auch als kitschig bezeichnet wird und eine Partnerwahl oder die Wahl einer Tätigkeit, die nicht aus unserer bisherigen Lebenserfahrung hervorgeht, sondern einfach nur ein Lückenfüller ist und wir dann aber uns aufplustern mit unserem ganzen Willen, das dann wollen, wird uns selbst und anderen als unecht und in diesem Sinn als kitschig erscheinen. Wir haben in dieser Sendung einige Hinweise darauf bekommen, was wir nicht lesen müssen, aber schließen möchte ich doch mit dem Hinweis auf das Buch von Michael Hampe, das heißt Das vollkommene Leben, 4 Meditationen über das Glück, und ist bei Hansa erschienen. Nachhören kann man diese Sendung wie gewohnt auf wdr5.de. Ich danke Ihnen, Michael Hampe, allen, die hier mitdiskutiert haben. Mein Name ist Jürgen Wiebeck.